Für uns hat ein wichtiger Sieg gelandet, vor allem jetzt mal gegen das Spitzenteam. Sehr solide aufgetreten. Lag es auch daran, dass man jetzt wirklich gefestigt ist, dass man jetzt auch viel Selbstvertrauen mitgenommen hat aus den letzten Partien? Ja, sicher liegt es auch daran, dass wir eben die letzten zwei Spiele gewonnen haben. Im Fußball oder generell im Sport ist es so, dass wenn du Selbstvertrauen hast, dass Dinge eben gelingen, dass du mutiger auftrittst. Und ich denke, dass wir heute so nach 10, 15 Minuten dann auch mutiger wurden, am Anfang erst mal Geduld bewiesen haben und dass wir dann eben über das ganze Spiel hinweg in meinen Augen das auch sehr kontrolliert haben, dass wir es verpasst haben, das dritte Tor zu machen über eine Umschaltsituation, das hätte uns noch mehr Ruhe gegeben, aber insgesamt ein sehr, sehr guter Auftritt, ein verdienter Sieg in meinen Augen. Man glaubt, jetzt hat der FC Stuttgart Trick gefunden. Ärgert man sich dann über die erste Hälfte der Saison oder hast du das ausgeblendet schon längst? Na, ich habe schon ausgeblendet, muss ich auch ausblenden, aber natürlich haben wir hier gerade auch zu Hause in Spielen wie gegen Rapperswil oder auch gegen Winterthur vieles liegen gelassen. Wir hätten deutlich 6, 7 Punkte mehr haben können oder müssen teilweise und dann wären wir ganz anders dabei, aber es bringt nichts zurückzugucken. Ich bin froh, dass wir jetzt in der schwierigen Situation uns gefangen haben und Punkte machen und ganz ordentlich Fußball spielen und dass wir jetzt vielleicht noch vor der Winterpause eben in den ausstehenden 3 Spielen einfach da nochmal nachlegen können. Dann stehen wir ganz ordentlich da zur Winterpause und dann brauchen wir nicht mehr so einen Rückblick zu wagen, der uns dann auch ein bisschen wehtun würde. Positiv auch, trotz Absenz von etatmäßigen Captain Philipp Mundwiller, hat man gar nichts zugelassen. Es war wirklich sehr geschlossen aufgetan. Ja, es war wichtig, das habe ich der Mannschaft gesagt, gegen Schaffhausen lange die Null zu halten, nichts hinten zuzulassen, weil wenn man 1-0 zurückgeht gegen Schaffhausen, dann wird es sehr, sehr schwierig, weil sie dann wirklich 40 Meter vom Tor mit an 11 Mann verteidigen und dann musst du Lücken finden. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen sehr geduldig auftreten, wollen hinten nicht zulassen, mit dem Wissen, dass wir auch die Qualität haben, vorne Situationen herauszuspielen, die zu Toren führen und das ist uns dann gut gelungen in der ersten Halbzeit, hat uns Sicherheit gegeben und das zweite Tor kam dann zum richtigen Moment auch noch mal.